بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. So sind wir jetzt bei Frage 12, السؤال الثاني عشر von diesem Werk von Sheikh al-Imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah. Und zwar, die Frage lautet, dass bei uns, عندما يتوفى لنا أحد الأقارب كالوالد أو والدة فإذا لم نذهب معهم ونحضر صلاة الفريضة في المقبرة والوقوف في الصلاة لقبول العزاء والتجمع في البيت أياما لقبول العزاء تترتب على ذلك مفاسد شديدة وقد نتعرض للسجن والتعذيب فهل يجوز هذا الحضور؟ Yani der Fragende sagt dem Scheich, bei uns, yani er redet irgendwann ein Land, wo er wohnt, wo er kommt, wenn jemand von unseren nächsten Verwandten, nächsten Familienmitgliedern stirbt, wie zum Beispiel der Vater oder die Mutter, und dann, wenn wir nicht mit ihnen mitgehen und das Pflichtgebet bei den Gräbern am Friedhof verrichten, und dann nach dem Gebet stehen wir da in der Reihe und danach versammeln wir uns extra Versammlungen yani, zu Hause tagelang, damit wir diese yani, Beileidsaussprache yani, empfangen. Wenn wir all dies nicht tun, yani, das Gebet auf der Maqbara und dann das Stehen da und die Leute kommen und geben einem die Hand und wünschen ihm diese Beileidsaussprüche und so weiter. Und dann, wenn wir nicht zu Hause tagelang das organisieren extra, wenn das alles nicht yani, tun, dies hat, bringt mit sich enorme Schäden. Enorme Schäden. Und sogar, wir können eingesperrt werden. Sijin, yani, Gefängnis. Wir können sogar dafür ins Gefängnis landen oder gefoltert. So die Frage jetzt. فَهَلْ يَجُوزُ هَذَا الْحُضُورِ Ist uns erlaubt, ist uns genehmigt, dass wir da yani, beiwohnen, da teilnehmen? Die Antwort von Sheikh Rabia, hafidhahullah, Wallahi, allimuhum, qabla an taqa'u fi hadhihi al-mashakil. Der Sheikh Rabia geht nicht extra auf ihre Frage hinein eigentlich. Sheikh Rabia sagt, bei Allah, belehrt die Menschen, yani, belehrt eure Mitmenschen, bevor ihr in solchen Problemen kommt. Denn bevor die Probleme kommen, belehrt die Menschen. Weil das ist ein Problem bei vielen von uns, mein Lieber. Wir schweigen schön zu Hause, lernen wir unsere Mitmenschen nie etwas von der Sunna des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und dann kommen später die Probleme, solchen Vorfälle, und dann kommen auch die Probleme mit diesen Geschehnissen. Und dann, ja, Sheikh, was soll ich machen? Und bitte anruf der Sheikh, ich stehe hier und da und der Talib und der Filan und so. Ja, Bruder, aber wo warst du bis gestern? Wieso hast du dich nicht bemüht, um deine Familienmitglieder, deine engste Kreis, ihnen die Sunnen beizubringen über die Jahre? Und dann, wenn eine solche Situation zustößt, dann wissen sie schon Bescheid. Aber nein, hast du immer mit ihnen über irgendwelche Dunya-Sachen gesprochen und meistens mitziehen in diese Gespräche. Wenn wir uns treffen mit unseren Verwandten und Bekannten, meistens gehen wir auf ihre Gespräche hinein. Irgendwelche Fußballsachen und da und dort und so. Aber dass wir ihnen sagen, Jungs, jetzt reden wir etwas. Wie Sheikh Ufemin Rahmullah sagte, man redet nicht immer über diese Sachen, dass den Menschen wie langweilig wird und dass man aufdringlich wird, aber von Zeit zu Zeit. Aber leider ist bei uns anders. Wir lassen uns in voller Länge über diese Sachen reden und über die Sunnen und Recht und Vorschriften der Religion. Das ist kein Thema bei uns. Und dann kommen Probleme. Dann sagt Sheikh, Allimuhum qabla an taqa'u fi hadhihi al-mashakil. Belehrt sie, bevor ihr in solchen Probleme geriet. Bayyinu lahum hukmullah.
macht ihnen klar die Urteile Allahs. قَبْلَ أَن تَدَاهَمُكُمْ Yani bevor euch diese مَشَاكِلُهُمْ bevor euch diese Sachen ereilen, ertappen, yani bevor euch diese Probleme von diesen Menschen euch ertappen, ereilen. أَمَّ تَسْكُتُونَ خَشْيَةً أَوْ حَيَاءً مِنَ النَّاسِ ثُمَّ تَقُولُونَ وَاللَّهِ نَخَافَ الْمَفَاسِدِ هَذَا تَقْصِيرٌ مِنْكُمْ Aber dass ihr schweigt, aus, sei es entweder aus Angst oder aus Scham von den Menschen. Und dann sagt ihr, bei Allah, wir fürchten große Schäden. Wahrlich, das ist Vernachlässigung von euch. Das ist Vernachlässigung von euch, nicht von diesen Menschen, die ihr jetzt versucht, euch herauszureden und irgendwelchen Entschuldigungen finden, damit ihr in diesen Sachen beiwohnt. أنتم تأثمون بعدم البيان وتأثمون بالمشاركة في هذا الضلال. Ihr sündigt aufgrund eurer Nichtklarstellung, dass ihr ihnen nicht diese Sache klargestellt habt über die Jahre und Jahrzehnte. Damit sündigt ihr an der Erstlinie und ihr sündigt auch mit eurer Teilnahme an diese ihre Sachen. So sagt Sheikh Rabia Hafidahullah, فَأَنْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَقَعُوا فِي هَذَا وَذَاكَ بَيِّنُوا لِلنَّاسِ حُكْمُ اللَّهِ Somit, bevor ihr in diese oder jene Sache reinfällt, macht den Menschen klar die Vorschriften der Religion. Und dann auch erwähnt ihnen, وَذْكُرُوا لَهُمْ كَلَامَ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَشِّي إِلَى صَلَاةِ الْجَنَائِسِ وَأَيْنَ يُصَلِّ عَلَيْهَا وَكَيْفَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَمَاذَا قَالَ مَالِكِ إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ مَالِكِيَّ وَمَاذَا قَالَ شَافِعِ إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ شَافِعِيَّ وَهَكَذَا Yani, erwähnt ihnen auch die Aussagen der Gelehrten bezüglich das Gehen zu der Salatul Janais und wo werden diese Salatul Janais verrichtet und wie hat der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam gehandelt und was hat diesbezüglich Imam Malik gesagt, wenn sie bei euch Malikiya sind in Madhab? Und was hat Imam Shafi'i diesbezüglich gesagt, wenn sie bei euch Shafi'iya sind? Und so weiter. Und bei uns, wenn sie Hanafiya sind, dann bringt die Sache von Hanafiya. Aber nein, wir reden nie über dieses Thema. Wir klären sie nie auf. Und dann kommen die Probleme. Und dann wollen wir im letzten Moment anrufen und fragen und schauen. Ja, was ist? Schau, du hast Jahre gehabt, um deine engste Kreis zu belehren. Hast du vernachlässigt? Dann eigentlich in dieser Situation musst du dich selber tadeln. Du hast dies zugelassen. Und dann ist normal, dass für die Menschen, und das ist zu Ende ist, die Antwort von Imam Rabia Hafidahullah, ist normal, dass die Menschen dann, yani, wenn dies nie gehört wurde von ihnen, nie davon belehrt wurden, dann kommt was Neues auf einmal und sie sind gewöhnt, über Jahrzehnte in ihrem Irrtum so zu leben, dann wird es schwierig, dass sie von einem Moment zum nächsten von dir diese Aussagen akzeptieren. Und dann klar kommt Feindschaft und dann klar kommen Drohungen und kommen Probleme und Ärger und so weiter aufgrund deiner Vernachlässigung. Barakallahu fikum. Dies und bezüglich dieser Beileidaussprache, dass man hier klar ist, dies spontan zu verüben, ist es erlaubt. Man macht nicht eine extra Tage, wie bei uns jetzt langsam gewöhnlich ist. Man legt ein Tuch irgendwo auf der Straße, oder? Kennt ihr das? Habt ihr gesehen jetzt bei uns in unseren Ländereien? Ja, irgendwo ein Stuhl mit einem weißen Tuch, dann weiß, aha, diese drei Tage die Familie XY empfängt die Beileidssprüche. Das ist nicht erlaubt. Aber dass man spontan zu einer Familie hingeht, wo eine Familienangehörige gestorben ist, das ist erlaubt. Und das haben wir auch bei unseren Ulema gesehen. Wie als damals die Frau von Imam Rabi' Hafidahullah gestorben ist, sind die Tulabul Ilm, sind Shuyukh, sind weitere hohe angesehene Leute, yani min al-Dawla sogar, weil ah, Rajul yani al-Dawla bin afsihi, yani, sind zu Sheikh Rabia gegangen, haben sie diese Beileidsaussprüche yani, ausgesprochen. Und das ist nichts dagegen. Und auch wird berichtet, dass Sheikh Ahmed al-Najm rahimullah, the Mufti Diyar al-Junubiya, hafidahullah, rahimahullah. Yani, Sheikh Ahmed al-Najm war Mufti in der südlichen Länder von Saudi-Arabien.
Und dann ein Mufti-Bruder, das ist nicht wie bei uns Mufti-Bruder, das ist vom Staat. Somit war er eine angesehene Persönlichkeit. So ging er bei den Familien, wenn jemand gestorben ist, auch unterdessen Dawa gemacht. Und dann blieb Sheikh Ahmed Tanejmi von seiner Gewohnheit war, als er zu jemandem ging, der von ihm, von seiner Familie verstorben war, blieb er ganz kurz, und entfernte sich. Somit ist diese Sache nicht, wenn man diese Sachen vermischt. Und morgen stirbt jemand von deiner Familie und kommt jemand spontan, du hast weder ein Tuch gelegt, noch ein Auto, noch ein Schrank auf der Straße und sagst, nein, geh raus jetzt. Ich folge der Sunna. Nein, du machst mehr kaputt mit dieser Sache. Deswegen versteht, habe ich extra erwähnt zusätzlich, dass man auf Klarheit ist. Weil wenn man die Sache so nimmt, einfach so allgemein, verallgemeinert man selber noch mehr und dann geschehen solche Schäden, die eben dann der Dawa mehr schaden, als es nützen. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.